Zeichen auch durchbuggen kann. Moment. Ihr seht, wir kriegen immens Schaden durch das Ding. So. Bitteschön. Problem gelöst. So macht man es nämlich heutzutage. Wir werden mal hier eine Kreatur beschwören. Jetzt, wissen wir die Teleporterverbindung. Auf diesem Teleporter steht Lager, trete zurück. Okay, sehr geil. Dann wissen wir jetzt auch, welcher Teleporter ist und das. Das ist der hier drüben. Ah, sehr schön. Ja, ich habe mich jetzt auch, ich habe mir jetzt den Zugang auch auf anderen Wege gemacht. Na, komm. Lalala. So, Hallöchen. Die sehen. Unmöglich. Oh Mist, geht nicht. Na gut, hi. Schau, schau, Geliebte. Wen haben wir denn da? Drachenritter? Ach, das ist ja der Drachenritter, meine Liebe. Gefangen vom schwarzen Ring und nicht in der Lage, seine feuerspeiende Gestalt anzunehmen. Warte mal eine Sekunde, ich kann die annehmen, aber hier drin wahrscheinlich nicht. Wie freundlich von der Schlange, so einfach in unsere kleine Falle zu tappen, Geliebter. Fast scheint es so, als ob sie sich nach dem Tode sehnt. Nein, aber ich sehne mich nach dem Tod, allerdings euer Tod. Und Stevie LP möchte was von mir, sehe ich gerade. In der Tat, sehr freundlich, meine Liebe. Daher würde ich sagen, dass wir ebenfalls freundlich zu unserem Gast sind. Du bist immer so zuvorkommend, Geliebter, und ich stimme dir zu. Komm, lass uns hören, wie es klingt, wenn wir unseren Gast aufschlitzen. Danach, mein Schatz, trinken wir am Kamin das Blut unseres Gastes und lieben uns wie wild. Details bitte auslassen. Noch nicht. Hey, du da! Oh, hat er mich. Hat er. Boah, wie dreist hat er mir die Attacke unterbrochen? Der hat es gerade tatsächlich geschafft, mir die Attacke zu unterbrechen. Meine 1000 Schläge. Ey, Lady Kara, du kannst auch nicht mehr als denkst. Na, so weit. Oh, das kann man. Kann ich auch einfach Dauer mit Luftschlägen behaken. So zum Beispiel. Ey, immer mit eurem abgerotzten priesterlichen Scheiß. Verdammt nochmal, ich brauche was für Krieger. Willenskraft. Ja, du da? Das sitzt fest. Aha. Kiste. Die waren es aber doch nicht so stark, wie ich es dachte. Oh, nee, noch mehr? Nein, halt! Ihr habt gewonnen, Drache! Wir ergeben uns! Wie die auch immer merken, dass ich ein Drache bin, ist extrem lustig. Okay. Was? Nein, das tun wir nicht, du mieser Feigling! Der Drache hat gerade Lord John und Lady Kara getötet. Denkst du wirklich, dass wir auch nur den Hauch einer Chance haben? Ja, wir ergeben uns. Und wir werden mit euch handeln. Ich habe einzigartige magische Waren im Angebot. Und ich das Beste, was die Schmieden des Rings herstellen können. Ich mag den schwarzen Ring nicht, aber wenn das stimmt, was sie sagen. Abgemacht, Drache. Ganz wie ihr befehlt. Ich loot dabei mal, ne? Wollt ihr handeln? Ja. Erzähl mal, was macht der schwarze Ring hier? Wir wurden wegen euch hierher geschickt, um die Schlange zu töten. Damian der Große hat das erhabene Königspaar von Schloss Poenari dazu auserkoren, von eurem Blute zu kosten. Alter! Sorry, sind wir hier bei Divinity oder bei Vampire Massacre Story? Aber er hat nicht erwartet, dass ihr so stark sein würdet. Lord John und Lady Kara haben das auch nicht. Und jetzt sind sie beide tot. Ja. Zeig mal Ware. Sein muss. Ey, du solltest mir zu Füßen liegen, Freundchen.
klingt gut, das Ding. 15 Stärke. Aber die unsere andere Axt ist immer noch, glaube ich, stärker mit kräftiger Körper. Das ist eine Blut... Okay, Blutstaffelwaffen sollten wir nicht aus der Hand geben. Sieht geil aus, das Ding. Aber ich bezweifle, dass wir alles... Nicht schlecht, das Ding übrigens. Aber wir haben immer noch die Blutstaffelwerte. Die möchte ich eigentlich behalten. Wir schauen gerade mal, was denn die Axt 17 bis 40 dran. Okay, komm mal her. Ja? Was? Wenn es sein muss. Ja, ich glaube, ich nehme mal die Axt. Übrigens war das teuer. Ja, möchte ich. So. Erhöhte Reflexe. Das ist immer eine interessante Halskette. Braucht keine Intelligenz. Magieschaden brauche ich auch nicht. Erhöhte Reflexe, das werden wir mal lassen. Fernkampfschaden, nein, ich brauche ich nicht. Das Ding ist geil. Lebensregeneration, toll, 0,9. Mana-Regeneration. Lassen wir mal. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle gemacht hier. Arbens Schwert. So. Halt mal. So. Nur aber. Brachiale Scheißaxt, Alter. Ich achte mal darauf, dass es nützlich sein könnte. Drache, Dämon. Ist alles das gleiche für mich. Sag mal, was habt ihr denn gemacht? Neben der Verstümmelung? Wir haben mit den Maschinen der Champions die Energiefelder erzeugt, die dich blockiert haben. Wir wussten, dass du kommen würdest, also haben wir gewartet. Du hast uns trotzdem besiegt, stimmt. Aber mach dir erst gar keine Hoffnungen. Damian wird am Ende gewinnen. Na, werden wir mal sehen. Gut, gut. Also, was hast du mit... Preis? Ach, des Waldläufers... Hier, nimm mal die Axt. Was auch interessant ist, ihr wisst noch, dass die Axt, die ich bei The Sun gezeigt habe im letzten Part, hoffe ich. Oder in der letzten Aufnahme. Ganz am Ende. Diesen Schädelspalter, ne? Den habe ich auch lustigerweise mal mitten im Gefäß gefunden, aber das war jetzt ein random Spawn, glaube ich. So, was haben wir denn hier noch? Erstmal Nummer 1. Ah, Magiebarriere deaktiviert. Sehr schön. Magiebarrieren deaktiviert. Gut für mich. Magiebarriere deaktiviert. Sehr nice. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Du gingst nicht auf. Ich weiß aus Erfahrung noch eine Barriere, so eine rote, aber ich habe leider nie geschafft, sie zu deaktivieren. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich war. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Muss ich gar nicht. Was haben wir denn hier so? Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz einen kleinen Erkundungsflug hier durch. Ja, das Feuerwehr. Sehr schön. So. Na komm her. Boah, wie viele sind denn hier? So. Okay.
Bumsti. So. Sehr schön. Was haben wir denn hier so alles? Portale. Nester. Ein Steg. Ja, ich hasse diese Barrieren übrigens. Das sind nämlich, glaube ich, dieselben. Die machen mir auch Schaden, wenn ich reingehe. Ja, tun sie. Und das habe ich... Hier sind auch, wieder. Und das habe ich mich eben gefragt. Das sind nämlich die Barrieren, die ich beim privaten Durchspielen nie geschafft habe. Ich frage mich, kann man diese Barrieren deaktivieren? Weil da unten, von da unten kann man irgendwo, glaube ich, in diese Festung noch rein. Aber da diese Festung geschützt zu sein scheint... Und ich hier eher nicht durchkomme. Ich komme auch, also bis da hinten komme ich gar nicht, als bevor ich tot bin. Ich frage mich, kann man diese Barrieren deaktivieren? Wenn das einer von euch weiß, dann kann das mir gerne schreiben. Weil das finde ich extrem geil zu wissen. Noch eine. Muss so ein hässliches was Auto speichern? Was ist jetzt hier schon wieder? Das. Ach so. Oh, hoppala, hier wollen wir noch gar nicht hin. Oh nein, Level 22, tschüss. Das ist doch etwas weiter, als ich wollte. Wunder. Weil ich möchte das jetzt hier Schritt für Schritt erkunden. Boah, das ist für ein riesiger Strudel und... Boah, das blendet ja echt schon. Das ist eine der geilsten Musikteile wirklich im Spiel. Ich finde es auch recht realistisch gemacht, wie der Drache fliegt. Hier waren wir, das war dieser Teleportschrein und hier wollten wir noch rein. Banditenversteck. Klingt interessant. Ich würde sagen, wir beschwören uns wieder unseren kräftigen Helfer hierher. Was ist das denn hier? Verloren gegangene Ansammlung Notizen. Buch des Drachen. Nachricht von Maxus. Kann nicht sein. Ich müsste die doch irgendwo haben hier. Dieses Buch. Hübscher Schlüssel. Sprengstoff. Können wir eigentlich nochmal benutzen? Ach, das war das, genau. Benedikts Tagebuch, na gut. Ja gut, bei den Schätzen Level 20 kriegen wir hin. Ich kann nicht. Ja, brennt bitte alle mal. Okay. Ja, der 100 Damage gemacht, das wäre richtig unangenehm gewesen, da. Noch ein Schlüssel. Very interesting. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich hasse es übrigens, wenn ich wählen muss, wo ich lang will. Weiß ich nicht. Die ziehen aber doch nicht schlecht. Ich kann jetzt einen Trank vertragen. Wunderbar, wenn man so festbackt. Ich liebe das. Kommt schon. Dieser Ort scheint gut geschützt zu sein. Was? Wahrscheinlich gibt es dafür einen triftigen Grund. Okay, dicker Sprachfehl. Der Part kommt ja eigentlich, wenn wir zu diesem Ding da vorne wollen. Oder als wir zu dem Ding da vorne wollten. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich hatte ja gar keine vollen Leben voll vergessen.
Ich fühle mich gar nicht gut. Ja, das kann ich nachvollziehen. Dankeschön. So. Erstmal Steine looten. Sehr schön. Oh, alter Schwede. Wie krass gibt's denn hier zu looten? Krass. Ein weiterer Gegen. Sehr schön. Stand für meine Sammlung. Boah, sag mal. Hart, ey, wirklich, was wir hier an Loot kriegen. Der Schoße traue ich erst recht nicht. 80% zu Nahkampfschaden. Nein, traue ich nicht den Druckplatten. Ich mal lieber nicht drauf. War schon heftig, was wir hier alles holen konnten. Also doch mehr, als ich das jetzt so erwartet hätte. Okay. We cannot, we shall not pass, würde ich mal sagen. Du kommst hier nicht vorbei, sagen die mir. Vielleicht doch was mit den Druckplatten? Wenn ich jetzt hier wieder rumfisseln darf, unseren kackgeheimen Schalter zu finden. Och Gott, dann tanze ich im Sechseck, wirklich. Solche Sachen kriegt man im Spiel oft genug zu sehen. Ah, ich hab's verstanden. Ein Schalterrätsel. Ja, ein Schalterrätsel ist das. Ja, recht simpel rauszufinden. Sehr schön. Tada! Na, ich dachte jetzt, das macht irgendwie vielleicht eine Falle oder so. Sehr schön. Machen wir mal eine Zwischeneinlage, finde ich. Gut. Oh Gott, Wenn ich jetzt gerade mal dran denken muss, was wir noch alles zu tun haben werden, bis wir dieses Spiel durchhaben. Also ich schätze mal, unter 120 Parts kommen wir da nicht weg. Ich schneide jetzt alle auf 20 Minuten. Ach, man wird sehen. Jetzt wird's unangenehm. Ah, Söldner. Seid ihr etwa des Todestanzes wegen gekommen? Das ist mein Lieblingstanz übrigens. Wie wundervoll. So kommt, lasst uns loslegen. Also die Typen creepen mich ein bisschen. So. Noch nicht. Dass man mich so doof angreifen kann, nur. Ja, komm her. Ach, aha, dann wird's übernommen. Hey Junge, ich zeig dir mal was. Dafür ist es übrigens wunderbar geeignet. Argons Ring. Es gibt Mana und Lebenspunkte. Gefällt. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Tolle Bücher. Buch über Drachenfertigkeiten. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Der Fortschritt gefällt mir doch schon wieder. Hübsch. Drachenstatuen müssen doch was Gutes heißen, oder? Wahnsinn. Also geil, das ist der beste Raum, Hinterraum, den ich je gesehen habe. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Das ist keine Formwandlung möglich. Ach, müssen wir den folgen? Nö, war anscheinend gerade nur ein Tipp oder so. Und Eisenerz. Oder können wir mit denen tatsächlich was anfangen? Ja, können wir. Ach du Kacke.